Liebe Landwirte, auch heute möchte ich Sie wieder ganz herzlich zur aktuellen Marktwoche auf agroheute.tv begrüßen. Diesmal geht es um den europäischen Sojamarkt. Die Länder der Europäischen Union sind mit Abstand der größte globale Importeur von Sojaschrot und nach China der zweitgrößte globale Importeur von Sojabohnen. Die europäische Produktion von Sojabohnen ist indessen vergleichsweise klein und stagniert seit einigen Jahren. Ein wachsender Teil des europäischen Bedarfs an Eiweißfutter und Pflanzenöl wurde in den letzten Jahren durch den Anbau von Rapssaat abgedeckt. Diesem Wachstum sind jedoch sowohl aus Gründen der Fruchtfolge als auch aus ökonomischen Gründen Grenzen gesetzt. In diesem Wirtschaftsjahr werden die Länder der EU nach Einschätzung der Europäischen Kommission rund 13 Millionen Tonnen Sojabohnen und etwa 19 Millionen Tonnen Sojaschrot importieren. Das entspricht zusammen einer Importmenge von etwa 37 Millionen Tonnen Sojabohnen. Die Sojaproduktion in der Europäischen Union liegt in diesem Jahr bei etwa 1,3 Millionen Tonnen und entspricht damit etwa 4% der europäischen Verbrauchsmenge. Der wichtigste Sojaproduzent in der Europäischen Union ist Italien, mit einem Anteil von ungefähr 45% an der gesamten europäischen Produktion. Deutlich dahinter folgen Rumänien, Kroatien, Frankreich mit Produktionsanteilen zwischen 10 und 14% der europäischen Produktion. Allerdings weist keiner der wichtigen europäischen Produzenten in den letzten Jahren ein erkennbares, nachhaltiges Wachstum der Produktion und des Anbaus auf. Obwohl ein Teil der Länder mit der Donau-Soja-Initiative den Anbau von gentechnikfreiem Soja in der EU fördern will. Nach Angaben des Verbandes der Tierernährung liegt der Anteil an gentechnisch verändertem Soja bei den Importen aus den USA, Brasilien und Argentinien zwischen 90 und 100%. Die wichtigsten Lieferanten von Sojabohnen für den europäischen Markt waren im letzten Jahr Brasilien und die USA. Bei Sojaschrot kam mehr die Hälfte der Lieferungen aus Argentinien und etwa 40% aus Brasilien. Damit möchte ich mich diese Woche von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen gute Preise, Ihr Olaf Zinke.